Tagchen, meine lieben Freunde da draußen, meine Sammelfreunde. Ja, ich war durch Zufall in einem Laden namens N-E-T-T-O. Kann man ja mal so Werbung machen. Keine Ahnung, ja, eigentlich nicht. Aber ist die Musik, glaube ich, doch ein bisschen zu laut. Ich habe ganz überraschend, also wirklich, das ist krass, weil normalerweise ist das immer schon schnell vergriffen, das Ford Mustang Set hier bekommen. Zeig euch das mal so. Also das Licht ist natürlich, ja, nicht so gut, würde ich mal sagen. Aber gut, da müsst ihr jetzt irgendwie durch. Klar war für mich auf jeden Fall, dass ich das haben will, weil ich hab's im Internet schon ein paar Mal gesehen. Da gibt's ja einen Haufen Leute, die das vorstellen und so weiter, ne? Und ich als alter Mustang-Fan, natürlich, war eigentlich schon auf der Jagd danach, aber ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen. Und dann, wie gesagt, gibt's bei Netto eben das im Angebot, wo ich halt von vornherein aus dachte, gut, okay, kicke mal, was so gibt. Und prompt, ihr glaubtet mir nicht, also es lagen wirklich zwei, drei andere Packungen noch da, aber war nichts für mich, also war so eher Kinderautos. Und das liegt irgendwie so da drunter. Und ihr hättet mich mal sehen müssen in dem Laden, wie ich da kurz abgefeiert habe, innerlich. Ich glaube, ich habe an der Kasse auch gesagt zu der Verkäuferin, ey geil, dass ich das gekriegt habe. Und so, da hat die mich auch komisch angekickt, weil manche können das nicht nachvollziehen. Aber gut, quatschen wir mal jetzt hier nicht lange rum. Ja, ich packe das leider aber nicht aus, weil das bleibt bei mir immer so in der Verpackung. Habe ich ja schon mal, glaube ich, erklärt ein paar Mal. Ja, ist natürlich jetzt blöd für die Leute, die denken, jetzt zeigt er das. Es gibt genug Videos, auch in super HD, 4K Qualität, keine Ahnung, das, wo die Leute die auspacken. Ich kann es euch jetzt nur so zeigen, weil wie gesagt, das bleibt bei mir in der Verpackung drinne als Sammler. Viele kennen auch die Autos schon, also richtige Sammler. Hier muss man gleich sagen, das sehen glaube ich ganz viele so wie ich. Warum sind da die Lichter nicht angezeichnet bei dem Weißen? Schade. Genauso bei dem Orangenen. Auch schade. Bei ihm hier ist es alles verchromt. Und bei ihm da unten, ja, ist es auch nicht so wirklich da. Das hat Hot Wheels leider so an sich. Da muss ich sagen, also bei Matchbox ist es wirklich krasser. So lange Rede, kurzer Sinn. Ich quatsch zu viel. Mann, Mann, Mann. Die sind hier drinnen. Also oben angefangen, der 62er Ford Mustang Concept. Das wusste ich auch nicht. Übrigens ist geil, dass sie das hinten raufschreiben. Gut, wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, also ich finde den jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht. Aber ein richtiger Mustang-Fan ist natürlich, ja, dann kauft man auch das. Krass ist immer bei den 5-Packs manchmal, es gibt da auch noch ein anderes 5-Pack. Genau, das hatten sie auch noch da. Da ist eine Karre, die ist ungefähr hier und das ist eine Flames-Karre, also mit Flammen drauf. Der Rest ist aber irgendwie für mich jedenfalls Müll. Also nicht cool. Keine Ahnung, mag ich jedenfalls nicht. Sind so Kinderautos. Und da ist es immer sehr schade, dass man das ganze Pack dann kaufen muss. Beziehungsweise mache ich ja gar nicht, weil ja, ich kaufe nicht für 8 Euro, sagen wir mal, hier ein so ein Auto. Nee, wir schweifen ab. Mann, der zweite ist der 92er Ford Mustang, also der weiße. Der orangene ist der, also der hier auch zu sehen ist, der 2015er Ford Mustang GT Konvertibel. Danach kommt der rote hier, das ist der Ford Mustang Boss 302 von 69. Und der letzte, dieser hübsche blaue, ist der 71er Mustang Mach 1. Und mal ganz ehrlich, von mir aus, ja, finde ich den mit am besten, weil die Farbe ist einfach geil. Es ist auch ein Chrom-Metallic. Weiß nicht, ob man das da sehen kann. Ich strenge mich an. Ist auch schon ganz schön spät. Das Wetter ist eh jeden Tag sehr dunkel, also bringt es jetzt nicht auf morgen zu warten. Vielleicht kommt aber morgen die Sonne gerade, keine Ahnung. Aber dann ist es eben so, wie es jetzt ist. Nein, und schon wieder ein Tor gefallen. Nein, das gibt's da nicht, Alter. Ich schweife schon wieder ab. Der rote ist auch im Chrom-Metallic-Stil. Also man sagt auf Englisch auch Metal Flake, aber wir sind ja hier auf dem deutschen Kanal, deswegen Chrom-Metallic.
Der Orangene ist im normalen Orange und der im Weiß und ihr seht es ja selber, habt ihr ja jetzt wirklich gesehen. Und werdet, wie gesagt, nochmal irgendwie besser sehen will, guckt euch andere Videos an. Da tun sie das wirklich unboxen, rauspacken, zeigen und so weiter. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt nochmal eine kleine Überraschung. Also jetzt, was heißt Überraschung? Eigentlich was Krasses rausgefunden. Ich muss sagen, ich war lange nicht mehr bei Teddymarkt. Das ist ja für uns Sammler so ein kleines, ja, wie sagt man, Schlaraffenland, kannst du sagen, weil da gibt's die Karten für 1 Euro. So, und heute war ich mal wieder mal bei Teddy und die wollen jetzt 1,50 Euro haben für die Karre. Also das war auf jeden Fall krass. Ja, das heißt, in Zukunft muss man noch mehr darauf achten, welche man so kauft. Nicht jeden wahrscheinlich, und aber das wollte ich unbedingt haben. Muss aber dazu sagen, der ist nicht aus dem Teddy, sondern aus dem Aldi. Weil ich dachte mir, ja, da kannst du auch bei den Aldi gehen. Da kostet es 10 Cent mehr, also 1,59. Also nee, jetzt nochmal gesagt 9 Cent. Aber das war mir dann auch wert, weil die Karre ist halt auch, ja, glaube sehr beliebt und schnell weggegriffen. 87er Ford Sierra Cosworth. Habe ich auch schon in 2 Ausführungen. Was ich hier nicht so cool finde, ihr seht das da hinten, ne? Dieses komische, ja, wie nennt man das? Stenzel-Ding. Also die Verbindung von hier unten. Wo ich hier Oma nochmal meckern muss, ist, wenn das wirklich für Kinder ist, ja, die das auspacken und damit spielen, das in den Mund nehmen und so weiter, ja, hier unten sind kleine Metallstücken dran, ne? Das ist eigentlich nicht so cool. Da sollte mal China ein bisschen korrekter arbeiten. Ja, weil kriegt man nach vorne, da sieht das korrekt aus. Aber hier hinten so ausgefrieselt und ausgefummelt. Ich meine, so ein Stück Metall ist vielleicht nicht so ungesund, aber ich finde es nicht so gut. Na gut, wollen wir hier nicht rummeckern. Auf jeden Fall eine geile Grafik oder wie sagt man, Design. Harvey Graphics steht da irgendwie. Was komisch ist, weil hier steht HW The 80s. Also gibt es wieder so ein Style. Ich glaube, die Mucke ist echt zu laut, wa? Ja. Hier nochmal kurz. Ich wollte nicht so viel Ähm sagen. Und zeig immer so viel Alter, dann sag ich auf immer Ähm. 87 ist auch cool, weil er ist von 87. Also echt geil gemacht, coole Idee. Bilstein ist hier drauf. Bilstein? Und ja, leider aber wie schon so oft, hinten keine Lampen angezeichnet. Vorne ist es ganz cool gemacht, da kann man nicht meckern. So eingearbeitet in das Plaster. Aber sieht anders aus als auf der Verpackung. Vor allen Dingen, wo ist das Ford-Zeichen vorne? Ja, muss man auch mal ein bisschen hier bemängeln wieder. Na gut. Ist aber geil. Wie gesagt, gab's mal für 1 Euro. Die Zeiten sind leider vorbei, ihr lieben Freunde da draußen. Also ihr könnt euch ja darauf einstellen, dass sie jetzt überall erhöhen die Preise. Wo habe ich sie noch gesehen? Bei Woolworth für 1,79. Und dann muss man jetzt mal gucken, wo man die noch weiter billig herkriegt. Es gibt ja noch einen Markt mit A. Aufmerksame Sammler werden das wissen. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, wo es die Teile noch für 1 Euro gibt. Weil ich muss auch sparen. Jeder muss irgendwie sparen und man sieht es. Überall, Alter, wird was teuer. Und die Aussage ist eigentlich, ja, sie müssen auch sparen. Ne? Deswegen machen sie es teurer. Ja, toll. Ich bin aber ein kleiner Privatmann und das sind große Firmen. Das darf man mal immer nicht verwechseln. Womit die sich da brüsten oder rühmen oder wie nennt man das? Ja, rühmen tun sie sich ja nicht. Sich rausreden. Weil ich weiß nicht, was ist hieran jetzt teurer geworden? Die werden doch in China produziert. Ich meine, die haben doch nichts mit uns zu tun. Gut, egal, ich schweife schon wieder ab. Die Karre finde ich auch sehr geil. Habe ich damals auch liegen gelassen. Hatte ich auch beim Aldi gesehen. Weil ich gedacht habe, nö, die kaufe ich mir dann schön bei Teddy für 1 Euro. Spare ich 50 Cent. Oder besser gesagt fast 60 Cent, ne? Ja, und heute war eben das böse Erwachen in Anführungsstrichen, dass es die Dinger überall jetzt nur noch zu so einem krassen Preis gibt anscheinend. Vielleicht wird es wieder mal besser, keine Ahnung. Aber finde ich schon ganz schön heavy. Als Sammler so, ja. Also kann man nicht mehr hier wild loskaufen. Ich meine, das ist ja auch schon immer teuer, wenn man sich gleich, weiß ich nicht, 20, 30 Autos holt, dann sind auch 30 Euro weg. Also selbst 1 Euro in der Masse macht es eben die Kohle weg.
wenn man nicht so viel hat. So, Pontiac Firebird 1970. Das Ding war auch schon zweimal draußen. Ich glaube, einmal in Rot, einmal in Weiß von dieser Legends Tour. Und das haben sie jetzt irgendwie mit reingenommen ins Sortiment. Modified nennen sie das hier. Komisch, weil es ist genau dieselbe Karre. Und ihr seht, 2023 steht vor der Tür. Der auch, oder? Ja, genau. So, und das sind jetzt die neuen Karren, wie gesagt. Vorne leider auch keine Lampen, hinten auch nicht. Ja, gut, kennen wir schon, ne? Aber sonst echt ein geiles Teil, ein Schmuckstück. Und ja, was soll ich weiter noch sagen? Das war erstmal eine wichtige Info für die Leute, die ja vorhatten, zum Beispiel morgen zu Teddy zu rennen und sich zu freuen auf die 1-Euro-Autos. Die Zeit ist vorbei, leider. Hier, Entschuldigung für mein Brandloch. So, schnell verstecken. Judy, wir gucken noch mal ganz kurz, von wann das war. Von 22. Okay. Auf jeden Fall ein geiles Package hier. Da bin ich sehr froh, dass ich das bekommen habe. Und wie gesagt, gibt es bei Netto oder gab es? Ich weiß nicht, ist jetzt auch schon wieder 3-4 Tage her. Das war auf jeden Fall im Angebot für, ich weiß ja nicht mehr genau, 6,99 Euro, glaube ich. Und das ist, geht, finde ich. 7 Euro ist auf jeden Fall ein guter Preis. Gut, wo das jetzt teurer geworden ist, natürlich, muss man hier auch wieder rechnen und kicken. Also ich glaube, eine gute Adresse könnte noch sein Kaufland, weil da gibt es manchmal die C5-Packs auch für einen günstigeren Preis. Muss man mal jetzt gucken eben. Ja, da sitzen wir alle irgendwie im selben Boot, ne? Ich meine, das ist jetzt nichts Weltbewegendes oder irgendwas Schlimmes. Ist eben nur so wie beim Käse, der jetzt auf immer von 2,20 Euro, sag ich mal, früher, ja, 3,50 Euro kostet. Derselbe Scheißkäse. Entschuldigung. Piep. Oh, zu spät. Gut, wir kicken hier nochmal ganz kurz ruf auf dieses Mach 1-Zeichen.